Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, hier zum Vollmond-Reading für den 22.8. Ein weiterer Vollmond im Wassermann steht uns bevor, ein zweiter in diesem Jahr. Und ich bin jetzt ziemlich gespannt, wie sich die Energien ja zum Ausdruck bringen wollen, was sich da zeigen möchte, wie sich das Thema gestaltet und welche Energie sich hier ja für dich beleuchten möchte. Denn der Vollmond bringt immer Licht ins Dunkel. So, jetzt möchte ich gern erstmal hier eine Botschaft für euch, liebe Erdzeichen, zum Thema ganz einfach, was ich hier mit dem Vollmond zeigen möchte. Und wir schauen mal, ob da eine Karte rausspringen möchte. Eine Botschaft bitte für meine Erdzeichen Steinbock, Stier, Jungfrau. Ja, und es sind sogar zwei geworden. Das ist zum einen hier Shadow. Hier geht es um die Balance, um den Ausgleich, um Tag und Nacht, um Licht und Dunkel. Und das ist die fünf Schwerter. Hier geht es um Konflikte. Vielleicht geht es bei dir darum, mit diesem Vollmond mal in Konflikte hineinzuleuchten, dir die Licht- und Schattenseiten dessen anzuschauen, was da in deinem Leben ist, wo da Konflikte auftauchen, wo du vielleicht vor Konflikten davonläufst, wie du womöglich konstruktive Lösungen finden kannst. Wir schauen mal, welche Energie dir da zur Verfügung steht. Und ich glaube, es geht nicht mehr darum, davon zu laufen. Vielleicht war das ein Schatten in dir, der dich hat davonlaufen lassen. Wir schauen mal, welche Energie dich dabei unterstützen möchte. Compassion. Barmherzigkeit, Mitgefühl, wunderschön. Hier geht es darum, ja, mit dir selbst Mitgefühl zu haben, dich selbst mit Mitgefühl zu betrachten, vielleicht sogar auch mal das göttliche Verständnis in der Situation für dich aufzubringen, zu öffnen, mal zu schauen, zu spüren, wo sind da Schattenaspekte in dir, die dich eben aus Situationen davonlaufen lassen, die dich flüchten lassen und da mal mit tiefem Mitgefühl hinzuschauen, ja, wie du diesen Schatten in dir beleuchten kannst, wie du den klären kannst, wie da Licht in die Situation fließen darf und kann. Also ganz stark hier Mitgefühl für dich selbst, für eine Situation, für die lichten und dunklen Anteile in dir. So, und eine Karte hätte ich jetzt gern hier noch zum Thema, inwieweit oder welche Energie dich hier begleitet. Ja, die radikale Akzeptanz. Was soll ich da jetzt zu sagen? Radikale Akzeptanz dessen, dass du beide Aspekte in dir trägst, dass du dich vielleicht für den ein oder anderen Aspekt bisher verurteilt hast. Radikale Akzeptanz aber auch für dein Mitgefühl, für das Mitgefühl deiner Seele, was dir jetzt hier entgegengebracht wird. Mitgefühl mit anderen Beteiligten an einem Konflikt,
Mitgefühl dahingehend und auch Akzeptanz dahingehend, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt. Es gibt immer unterschiedliche Sichtweisen. Keine davon ist falsch und jede davon ist in ihrem Blickwinkel richtig und wahrhaftig. Also lass uns mal schauen, wie sich das Ganze hier, guck mal, da fällt schon das Rad des Schicksals raus, wie sich das Ganze auf der lebendigen Ebene zeigt oder ja, was es für dich hier zu lernen gibt oder zu beleuchten gibt in diesem Vollmond, wo du Mitgefühl und Akzeptanz in Schattenbereiche, in konfliktbeladene Bereiche einfließen lassen kannst, um eben ja für dich den Schatten in Licht zu verwandeln. So, lass uns schauen. Das Ass der Stäbe, ja, es ist eine Chance hier auf Wachstum. Das Ass der Stäbe ist Feuerenergie, die hier ein neues Kapitel sozusagen für dich aufschlagen möchte. Ein Kapitel, in dem es um Mitgefühl für dich, um Akzeptanz deiner unterschiedlichen, ich möchte fast sagen, Wesensarten geht. Und da nochmal hinzuschauen, in welchen Kapiteln deines Lebens bist du da verurteilt worden, hast dich selbst beurteilt, wie hast du dich da in unterschiedlichen Situationen verhalten. Ich glaube, hier geht es auch nochmal ein bisschen um einen Rückblick, um dann aber wirklich kraftvoll nach vorne zu gehen. Das Ass der Stäbe ist eine Chance auf einen Neuanfang. Und mit der radikalen Akzeptanz hier finde ich das ziemlich spannend, denn hier darf wirklich etwas neu begonnen werden. Ja, die Mäßigkeit, die Balance, der Ausgleich, dieses Gefühl für dich, dass eben beide Seiten da in dir sind. Hier, die eine Taube sitzt noch auf der Hand, die andere fliegt schon. Also unterschiedliche Aspekte. Einer, der vielleicht noch abwarten möchte, ein Aspekt, der schon nach vorne stürmt. Auf jeden Fall geht es hier um Ausgleich, um Ausbalancierung. Wir haben auch hier mit dem Shadow zwei Aspekte. Also es geht wirklich darum, ein neues Kapitel aufzuschlagen, ein neues Gleichgewicht in dir zu öffnen. Und die sechs Stäbe. Und ich glaube, die sechs Stäbe hängt sehr stark hier mit der radikalen Akzeptanz zusammen. Denn wenn du da für dich ins Mitgefühl gehst und nochmal so rückblickend betrachtet, wie hast du dich wo aus welchen Situationen rausgezogen, wo hättest du wann was sagen sollen oder anders machen sollen. Es geht nicht darum, das zu beurteilen. Es geht darum, zu akzeptieren, das, was ist, Mitgefühl mit dir zu haben und dann neue Wege zu gehen. Die sechs Stäbe sagt ganz klar, dass du hier bereit bist, neue Wege zu gehen, dass du in dir die Kraft entfalten kannst, diese Aspekte anzuschauen. Diese Aspekte, die da in dir liegen, der Eremit, das Licht in dir, zu aktivieren. Und vielleicht braucht es in einem Konflikt in deinem Leben jetzt einen Rückzug von dir, um das Ganze mal zu reflektieren, um für dich mal hinzuschauen, oh ja, da habe ich vielleicht noch in einem alten Muster reagiert und ich wollte da ganz anders reagieren.
Da hat aber hier irgendwo ein Aspekt, ein Schatten, die Macht übernommen. Und jetzt gilt es, still zu werden, in dir anzukommen und dein Licht zu aktivieren. Diesen Schattenanteil anzuschauen, Mitgefühl zu haben. Ich komme da immer wieder drauf zu und da wirklich, ja, mit dir in eine neue Form der Selbstliebe zu gehen. Also hier wird ein ganz, ganz neues Kapitel aufgeschlagen. Selbstliebe, Selbstwert, Selbstakzeptanz, ja, die neuen Scheiben in dir ruhend. Und du hast dir vieles hier in deinem Leben schon ganz, ganz kraftvoll erarbeitet. Da kommt schon ganz viel auch Ernte auf dich zu. Dein Selbstwert hat sich da sehr, sehr stabilisiert. Und doch habe ich so das Gefühl, gerade weil eben diese ersten beiden Karten hier aufgeschlagen sind, dass es nochmal darum geht, tiefer zu schauen und auch diese Aspekte, die du vielleicht nicht so an dir magst, jetzt zu akzeptieren. Und auch die Wege, die du gegangen bist, die Lernaufgaben, die in deinem Leben waren, neu zu würdigen und neu wertzuschätzen. Und die sechs Schwerter, ja, auf zu neuen Ufern, auf zu einer neuen Reise. Und das sagt ja auch hier das Ass der Stäbe. Es ist eine Chance auf eine neue Reise, auf einen neuen Weg. Und vielleicht braucht es dieses nochmal Aufploppen eines alten Konfliktes, vielleicht eines neuen Konfliktes, um dir diese inneren Muster noch deutlicher zu machen, um da noch mehr von deinem Mitgefühl hinfließen zu lassen. Wir haben hier zweimal Bewegung, sechs Stäbe, sechs Schwerter, also beide bewegen sich nach vorne aus einer alten Situation heraus. Mit den sechs Schwertern bist du vielleicht noch ein bisschen traurig über das, was der Auslöser war, und doch darfst du auch hier mit dir ins Mitgefühl gehen, in die Akzeptanz, dass das jetzt einfach sein musste, damit du erkennst, wie viel Mitgefühl du dir selbst, der Situation und auch anderen entgegenbringen kannst. Und vielleicht wird dir auch von außen Mitgefühl entgegengebracht und du hast hier noch so ein bisschen Schwierigkeit, das anzunehmen. Und dennoch ist dieses Licht in dir sehr, sehr stark, was jetzt diese Transformation initiieren kann, wo du jetzt wirklich hier in eine neue Balance in dir finden kannst. Vielleicht wirft dich auch so ein Konflikt aus deiner inneren Mitte heraus. Der Eremit, der ist zentriert in sich. Auch hier Compassion, du siehst diese Frau, die sitzt da auf ihrer Lotusblüte, ist zentriert in sich. Und auch in konfliktreichen Situationen in dir zentriert zu bleiben, das ist eine Kunst, die mal mehr klappt, mal weniger. Und auch da habe Mitgefühl mit dir, würdige und akzeptiere die Momente, wo es funktioniert, aber auch die, wo du vielleicht aus deiner Mitte herausgefallen bist. Sei bitte da nicht so hart, nicht so streng mit dir. Es wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Du darfst hier mit diesem Vollmond nochmal alte Themen beleuchten. Und ich habe so das Gefühl, dieses Kapitel zuschlagen, damit ein oder beenden, rund werden lassen, damit etwas Neues beginnen kann. Wenn du es einfach nur zuschlägst, ich finde es auch spannend, dass dieses Wort jetzt so kam, wabert das im Untergrund. Und das ist vielleicht genau hier diese Sechs-Schwerter-Energie, hier diese dunkle Wolke, die da auf dieser Reise mitgenommen wird. Wenn du das in dir klärst,
sitzt du hier auf diesem Kolibri und fliegst in ein neues Leben hinein, voller Freude, voller Leichtigkeit, im Wissen, dass eben Licht und Schatten in dir sind. Ist eine ziemlich kraftvolle Energie und ich finde es auch schön, dass dieses Thema jetzt hier nochmal so auf den Tisch kommt. Bei einigen darf da nochmal tiefer geschaut werden und in der Tiefe geht es darum, dein Licht zu aktivieren, dein Licht nicht mehr zu verstecken. Ich möchte jetzt in der Fortsetzung nochmal eine Ebene tiefer schauen, ja, in die Seelenebene hinein, vielleicht sogar auch in die Schattenthemen hinein, mit ganz viel Mitgefühl und Akzeptanz, sodass du für dich hier einen kraftvollen Weg findest, mit dieser Vollmondenergie hier dein Licht wirklich in die Welt strahlen zu lassen. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox. Alle Fortsetzungen, so rum, wie immer im Hardmember-Bereich auf meinem Patreon-Channel. Ich danke dir sehr für dein Zuschauen, für dein Liken, Kommentieren, Abonnieren und freue mich, dich ganz bald hier wiederzusehen oder eben auch gleich jetzt in der Fortsetzung. Alles, alles Liebe zu dir.